Hi. Oder soll ich sagen, kochen einfach Hardy? Hardy reicht. Kochen einfach Hardy ist zwar schön, aber Hardy reicht voll und ganz. Alles klar, dann willkommen zum kleinen Interview, beziehungsweise zum Q&A. Ich freue mich. Und ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen, die uns gestellt worden sind, beziehungsweise die einfach ein bisschen mehr über dein Leben erzählen und über dich, damit die Leute dich besser kennenlernen. Gerne, mal los. Wenn du keine... Alles klar, Hardy. Wie alt bist du denn? Ich bin 59. Und wann hast du Geburtstag? Im September, am 25.09.61 bin ich geboren. Und wer hat dir das Kochen beigebracht? Im Endeffekt selber, in den ersten Wohngemeinschaften. Ich durfte in Wohngemeinschaften wohnen, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und da fing man an mit Kochen. Und so hat sich das dann über die Zeit ergeben. Ich bin viel unterwegs gewesen, Montage, Ausland. Und dann muss man sich schon mal selber was kochen, weil da kriegst du nicht unbedingt was zu essen. Ah, okay, verstehe. Und hast du Haustiere? Klar habe ich Haustiere. Wir haben zwei Katzen, zwei Hunde, ein 11 Jahre altes Mädchen, einen irischen Wolfshund und ein Rüde, 9, 11 Wochen alt, hätte ich fast gesagt. Er ist jetzt 13 Wochen alt und noch ein Pferd, ein Friesen. Okay, cool. Ja, den Wolfshund habe ich schon gesehen. Die werden doch riesig, oder nicht? Ja, unser Mädchen, die 11 Jahre alte, die ist sehr klein geblieben. Darum ist sie vielleicht auch 11 geworden. Der Rüde, den wir jetzt haben, im halben Jahr müsste das Mädchen drunter durchlaufen können. Der legt zum Betteln seinen Kopf auf den Tisch nachher. Oh Mann. Und Hardy, lebst du alleine? Nein, ich bin verheiratet. Glücklich verheiratet seit... Oh, diesen Sommer werden es 20 Jahre. Respekt. Oh. Ja, dann wünsche ich dir jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch. Danke. Und was ist denn dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ich habe vorher nochmal drüber nachgedacht. Ich muss sagen, das sind die Muscheln. Das ist Spaghetti mit Muschelsoße. Das ist von einer alten Italienerin, haben wir das gelernt, auf dem Campingplatz in Süditalien. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie einfach und, Entschuldigung, wie lecker sowas sein kann. Klingt auch super lecker. Hardy, ist YouTube dein Hauptberuf oder machst du generell? Als was arbeitest du? Ich bin durch Zufall an das Kochen rangekommen und somit auch an YouTube mit Lea zusammen. Wenn Lea nicht da gewesen wäre, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Ich arbeite mehr oder weniger im Außendienst. Für Stromleitungsbau, Erdkabelbau und das YouTube machen wir nur nebenbei. Wie hat deine Familie reagiert, als sie das erste Video von dir gesehen haben und als du gesagt hast, dass du mit YouTube angefangen bist? Meine Geschwister, alles in Ordnung, die haben sich gefreut. Die haben auch alle gleich Kommentare abgegeben. Meine Mutter versteht es nicht ganz, die kommt damit nicht ganz zurecht. Aber das liegt auf dem Alter geschuldet. Sie ist über 80. Und da muss man das alles noch verstehen, was wir so unbedingt jetzt noch machen. YouTube ist natürlich auch schon so eine große Sache und da schauen dir natürlich viele Leute zu. Hast du schon Erfahrungen gesammelt? Warst du schon im Fernsehen? Oder wie kommst du, dass du so locker vor der Kamera bist? Aus der Laune heraus, mit meiner Frau auf dem Sofa sitzend, sie wollte irgendwas machen und ich habe dann gesagt, ich mache Werbung für dich. Ich melde mich beim Perfekten Dinner an. Ja, ein Jahr später war ich beim Perfekten Dinner. Beste Sendezeit, eine Woche lang, kann man nicht anders sagen. Das glaube ich. Wie war denn deine Zeit dort? Es hat im Vorfeld schon sehr viel Spaß gemacht. Man meldet sich an, ein Jahr später kriegst du einen Anruf und dann geht das los. Du wirst immer verrückter. Habe ich Geschirr? Habe ich Gläser im Schrank? Muss ich mir Gläser kaufen? Passt das alles? Was gehört dazu? Und dann ist das wirklich, dann fängt die Woche an und es war wirklich spannend. Ich war auf Helgoland. Wir haben sehr viel auch mit den Kamerateams zusammengearbeitet, weil wir auch auf Helgoland waren, einen Tag lang mit denen auch auf der Fähre verbracht haben. Wenn abends bei dir zu Hause ungefähr 15 Kameraleute und also das ganze Filmteam, 15 Leute und dann noch die perfekten Dinnergäste und so weiter, glaubt ihr, man konnte sich bei uns im Haus noch bewegen? Stimmt nicht. Und man sieht nichts davon auf dem Film. Es hat tierisch viel Spaß gemacht. Ich kann es nur jedem empfehlen, das unbedingt zu machen. Das klingt auf jeden Fall super spannend und super cool. Was war denn dein Gericht? Was hast du gekocht für deine Gäste? Gekocht habe ich als Vorspeise Vitello Tonnato auf eine andere Art und Weise. Denn ich habe den Thunfisch nicht reinpüriert in die Soße, sondern habe ihn als Tartar oben drauf gesetzt. Als Hauptspeise habe ich Rinderfilet an Rosmarinkartoffeln und grünen Spargel. Auch sehr lecker, beides aus dem Backofen. Mit einer Schmandsoße, mit Pfefferkörner. Und als Nachspeise, jetzt muss ich wieder aufpassen, da hat mich der Moderator damals schon immer mit geärgert, beim perfekten Dinner habe ich einen Lemon Cheesecake gemacht. Lemon Cheesecake. Klingt auf jeden Fall sehr lecker.
Und was habt ihr denn nach der Sendezeit gemacht? Verstehst du dich jetzt immer noch gut mit deinen damaligen Gästen? Habt ihr noch Kontakt? Also Kontakt haben wir noch. Im Augenblick leider, durch Corona bedingt, ist das nur per WhatsApp oder Anrufe. Sonst haben wir uns mehrmals im Jahr getroffen, zusammengesetzt, Kaffee getrunken, zusammen gegrillt. Der Kontakt ist da und alle freuen sich, dass der Kontakt auch da ist. Abends, wir waren den ersten Abend auf Helgoland. Ja, unser Ex-Bürgermeister hat uns gezeigt, wie günstig der Alkohol auf Helgoland ist. Es war ganz schön anstrengend am nächsten Morgen mit den Kopfschmerzen. Das kann ich mir vorstellen. Klingt doch aber nach einem sehr schönen Abend. Jeder Abend, auch hinterher, das Zusammensitzen noch, darüber reden, was passiert ist, wie es war. Jeder Abend war schön mit den Jungs und Mädchen. Das freut mich. Wo kaufst du dann deine Lebensmittel? Meine Lebensmittel versuche ich so zu kaufen, dass sie frisch und aus der Region sind. Ich durfte ein halbes Jahr ungefähr auf dem Wochenmarkt arbeiten. Ich habe da jetzt mittlerweile sehr gute Beziehungen zu. Man besorgt sich alles, man bekommt alles. Man hat seine Kollegen gehabt damals. Sonst versuche ich es vom Schlachter aus der Region und sonst wo zu bekommen. Also versuche ich gesund zu leben. Natürlich kommen Produkte auch mal aus einem Discounter dazu, aber das versuche ich zu vermeiden. Das heißt, du achtest schon darauf, dass du gesunde und frische Lebensmittel kaufst. Ja, da achte ich sehr drauf, weil ich finde, man schmeckt es raus. Ich habe jetzt noch ein, zwei Fragen an dich und dann hast du es geschafft. Und zwar, gibt es irgendwie einen krassen Küchenfail oder irgendwas, was passiert ist? Ja, ich habe eine Pfanne aufgesetzt, Öl rein, angestellt und dann habe ich gemeint, ich müsste noch irgendwas aus dem Garten holen, an Kräuter, gehe natürlich mit der Schere los. Als ich wiederkomme, ich würde sagen, das war sehr, sehr knapp davor, dass das ganze Fett in der Pfanne explodiert wäre und angefangen wäre zu brennen. Ich wusste gar nicht so schnell, wie ich das wieder in den Griff kriegen sollte, die Pfanne von der Flamme runter. Wie kühlst du das, wie schnell am besten, ohne dass das Ganze hochgeht, dass es explodiert. Es hat hinterher lange gedauert und ich habe auch einiges an Schimpfen gekriegt, weil das alles wieder sauber macht, dieses halb explodierte Fett überall. Das hatte schon was. Aber deine Küche steht noch? Die Küche steht noch, ich habe sie wieder sauber gekriegt. Ja, man kann noch, wenn man es weiß, man sieht noch was davon. Sonst hätten wir auch Probleme mit den ganzen YouTube-Videos. Dann hätten wir erstmal ein neues Studio gebraucht, was? Richtig. Aber dann, also wie gesagt, man sieht, wenn man es weiß, wo man gucken muss, dann weiß man, dass da noch was ist. Wo genau, werden wir natürlich nicht verraten. War Kochen schon immer deine Leidenschaft? Das hat sich, wie gesagt, mit den Jahren so ergeben. Dadurch, dass ich ausgezogen bin zu Hause, dadurch, dass ich auf Montage gewesen bin, dadurch, dass man überall versucht hat oder man hat überall gelebt, einmal in Europa, auch in Afrika, ist man angefangen, auch selber was zu kochen. Hat sich dann natürlich schlauer gemacht, hat gelernt und es wurde immer besser. Danke, Hadi. So, meine letzte Frage für heute. Was möchtest du unseren Zuschauern oder den Leuten da draußen mitteilen? Guckt unsere Videos, meldet euch, sagt mir, wie es euch gefallen hat, damit Lea und ich wissen, müssen wir noch was ändern, braucht ihr mehr andere Sachen, mehr Input, meldet euch, kocht sie nach, gebt uns Info. Das würde mich sehr freuen. Mich würde es auf jeden Fall auch freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du alle Fragen beantwortet hast. Gerne habe ich das getan. Und dann freue ich mich aufs nächste Video. Ich mich auch, denn die Zusammenarbeit mit dir, Lea, macht mir immer sehr viel Spaß. Vielen lieben Dank. Also Leute, ihr habt's gehört. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss. Übrigens nochmal, koche ich das nicht für die Jungs und Mädchen da draußen, ne? Das Gericht? Wenn du nochmal sagst, der Film ist nichts geworden, das zählt. Wenn wir dann 30 Minuten umsonst geredet haben, ne? Okay. Okay. Pass auf.